Mit Kiffenkin kann man Video telefonieren, Bilder austauschen und miteinander spielen. Das Besondere daran sind die Bedienelemente. Auf der rechten Seite haben wir drei große Knöpfe, die greifbar sind und ein haptisches Feedback geben. Mit diesen kann man zwischen den Modulen umschalten, zum Beispiel von der Videotelefonie zum Bilderaustausch wechseln. Unten haben wir fünf vorgegebene Bereiche. Mit denen kann man die Funktionen innerhalb des Moduls steuern. Das Gerät steht auf einem stabilen Ständer. Dieser ermöglicht zwei Positionen. Aktuell steht das Gerät schräg, was angenehm zum Bedienen ist. Auf der Rückseite steht das Gerät aufrecht, was besser geeignet ist für die Videotelefonie. Auf der Kamera ist eine zusätzliche Linse montiert, die den Aufnahmebereich erweitert. Im Videotelefoniemodul kann man auf einfache Art eine Person anrufen. Die Kontaktpersonen sind im unteren Bereich abgebildet. Ich rufe nun Stefan an. Hallo Stefan, schön, dass du Zeit hast, die Videotelefonie zu demonstrieren. Durch die Linse sind nun auch Gesten erkennbar und man sieht, was auf dem Tisch liegt. Zeig uns doch kurz, wie das Bild ohne Linse aussieht. Vielen Dank. Tschüss Stefan. Das Bildaustauschmodul enthält ein Fotoalbum. Man kann durch die Bilder blättern. Der Indikator zeigt an, dass ich ein neues Bild erhalten habe. Mal ansehen. Edith möchte, dass ich ihr wieder einmal ein Bild sende. Also lasst uns ein Foto machen. Dazu kann ich die Kamera auf der Vorder- oder der Rückseite verwenden. Ich kann das Bild verwerfen oder speichern. Nun sende ich es an Edith. Hallo Edith. Hallo Martin. Vielen Dank für das Bild. Ja, gerne. Hast du zufällig Zeit für eine Partie Pikmin? Ja, können wir gerne spielen. Also gut, bis dann. Bis dann. Im Spielemodul kann man auch Sudoku spielen.